Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, Late Night, Ausgabe für Donnerstag. Ja, ich habe sehr erwartet, ein unfassbar spannendes Pokalspiel zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern München 0:12. 0:12. Wie hoch war der höchste Sieg einer deutschen Fußballnationalmannschaft? Ich glaube 16:0 gegen Russland. Aber irgendwann 1908, 9, 10, 11, 12, keine Ahnung. Fällt mir gerade so ein. Ja, Leroy Sané hat ein Tor gemacht. Das ist gut für die Moral. Das ist gut für den FC Bayern. Und Olli hat mir geschrieben, Respekt vor der Leistung des FC Bayern München. Ich sag gleich noch was dazu. Vorher aber unser kleiner Verbraucherhinweis. Kennst du schon das Neueste? Mit Sky Q kannst du jetzt ganz einfach übers Internet fernsehen. So hast du alles an einem Ort. Fernsehen, Streaming und Apps. Und immer mit drin die beliebtesten Free-TV- und Sky-Sender in HD sowie die neuesten Serien. Hol dir das beste Entertainment für 12,50 Euro monatlich auf sky.de. Denkt daran, abonniert Sky. Es lohnt sich immer noch. Ehrlich, Freunde. Und so teuer ist es nicht. Und sonntags den ganzen Tag über Fußball, wenn man will. Anders als vorher, aber gut gemacht, muss man sagen. So, das war der kleine Werbespot. Und ich wollte nochmal den Vergleich bringen, weil Olli schreibt, Respekt vor der Leistung des FC Bayern. Natürlich ist es immer respektvoll, wenn man bis zum Schluss alles gibt und 12 Tore schießt. Aber das ist heute wirklich so gewesen. Fünfte Liga gegen europäische Spitzenklasse. Das heißt eigentlich Fahrrad gegen Ferrari. Und dann darf es auch schon mal 12:0 ausgehen. Ja? Okay. Dann habe ich wieder, ich finde das ganz toll, ich habe einen Freund sozusagen gefunden, der Groundhopper ist, also einer, der von Sportplatz zu Sportplatz springt, und der war bei Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Aalen am Mittwochabend, Endstand 1:1, hat mir vier Fotos mitgebracht, das Plakat, einmal das Stadion von außen, ein Blick auf die Ränge, 1650 Zuschauer waren da. Und das ist schon auch ein Kultverein, Fortuna Köln. Ich kann mich noch erinnern, als sie im Pokalendspiel waren gegen den ersten FC Köln. Ja, das gab es tatsächlich. 1:0 für den ersten FC Köln nach einem jämmerlichen Spiel, muss man sagen. Und Fortuna Köln war mal in der zweiten Liga und hatte einen großartigen Mäzen und Präsidenten, Schenk Löhring. Da gibt's die Geschichte, dass er, der Mann war Starkstromelektriker, und dass irgendwie mal irgendwas mit der Flutlichtanlage war und er die Starkstromkabel mit den Händen aneinander gehalten hat, dass das Spiel irgendwie beendet werden konnte. Und der Mann hat ein großes Herz gehabt und hat einmal Toni Schumacher, der Trainer war bei Fortuna Köln, in der Halbzeitpause rausgeschmissen. In der Halbzeitpause. Fortuna Köln, das ist auch ein ganz besonderer Verein. Und ich erinnere mich an ein Spiel Fortuna Köln gegen Borussia Mönchengladbach, DFB-Pokal vor, keine Ahnung, 35 Jahren. 4000 Zuschauer am alten Bökelberg. Heinkes war Trainer der Gladbacher und Fortuna Köln gewann mit 1:0 und die Zuschauer schrien Heinkes raus. Ja, lang, lang ist's her. Aber sowas fällt mir dann ein, wenn ich solche Bilder sehe, wie die heute von Fortuna Köln. Dritte Liga hat auch gespielt. Da tut mir der MSV Duisburg leid. Haben auch wieder verloren zu Hause 0:2. Die tun mir insofern leid, weil die Fans da auch unglaublich treu sind und eine große Geschichte dahinter steckt. Ich habe ja gestern die Bundesliga-Ergebnisse vom ersten Spieltag vorgelesen. Der MSV, Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, damals Vizemeister und jetzt in der dritten Liga im unteren Bereich der Tabelle. Ja, Herz, Seele, Ball, da blutet das Herz so ein bisschen. Ich wünsche euch einen sehr schönen Donnerstag. 12:0 war dann nicht so spannend. Und Martin hat, als ich hier diesen Text geschrieben habe, mir nur zurückgeschrieben, ha, 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 recht hast du, Martin. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder, wenn alles gut geht, morgen bei Herz, Seele, Ball.
übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.